Hallo und herzlich willkommen zu Typisch Deutsch. Bei seiner Geburt schätzten die Ärzte seine Lebenserwartung als gering ein. Glasknochenkrankheit lautete Diagnose. Ja, heute ist mein Gast 70 Jahre alt und blickt auf mehr als eine Karriere zurück. Herzlich willkommen, Peter Radke. Schön, dass Sie da sind. Ach. Ja, Peter Radke hat als Schauspieler und Bühnenautor so manchen Skandal ausgelöst. Als Kämpfer für die Rechte behinderter Menschen bekam er das Bundesverdienstkreuz. Mit Peter Radke spreche ich über Vorbilder, Vorurteile, Vorführungen und natürlich über das Leben in Deutschland. Ja, Herr Radke, besonders schätze ich Ihren Humor. Sie haben Ihre Biografie genannt Karriere mit 99 Brüchen. Das ist ein wenig doppeldeutig, weil was haben Brüche und Glasknochenkrankheit miteinander zu tun? Also die Brüche, die Frakturen sind eigentlich das augenfälligste Merkmal bei der Glasknochenkrankheit. Also ich habe zum Beispiel über 100 Brüche im Leben gehabt, vor allen Dingen in der Jugend. Also richtig gebrochene Arme, Beine, alles. Ja, das ist eben auch dann die Auswirkung, ein verformter Körper, Kleinwuchs und so weiter, weil die Wuchsspalte eben auch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ja, und Karriere, die ist eben auch nicht geradlinig gelaufen. Insofern ist es wirklich doppeldeutig. Ich habe mein ganzes Leben auf Leistung aufgebaut. Das sagen Sie. Gab es Vorbilder, an denen Sie sich orientiert haben? Was war Ihre Motivation? Was hat Sie getrieben? Nee, also Vorbilder in dem Sinne eigentlich nicht. Gut, ich meine im Theater halt George Tabori. Aber nein, das war vor allen Dingen meine Mutter. Meine Mutter hat immer von Anfang an gesagt, du musst deinen Kopf einsetzen. Und dann kam immer so die Drohung, sonst kommst du mal in ein Heim. Und das war für mich also wirklich das Schlimmste. Das ist ja ganz moderne Pädagogik. Ja, naja, und dann habe ich eben tatsächlich immer gelernt. Und dann kam noch der Zufall hinzu, dass mich keine Schule nehmen wollte. Und meine Eltern dann immer sagten, na, der kann aber doch nicht zu Hause sitzen bleiben. Also wurde dann Abendgymnasium, dann Universität, dann Promotion. Eigentlich eher, ja, mangels Besserem. Aber Sie brauchten schon ein starkes Ego, oder? Ja. Haben Sie das gelernt, ja, oder war das immer in Ihnen drin? Das, ich denke auch, dass das von meiner Mutter vor allem ging. Wir haben eine Art Symbiose geführt. Das heißt, wir haben in meiner Kindheit Dinge gemacht, gerade Mutter und Kind, wo die Leute gesagt haben, die Frau spinnt. Aber damit habe ich eben auch die Welt kennengelernt in einer Weise, wie viele vielleicht meiner Altersgenossen das nicht getan haben. Wir sind mit dem Fahrrad, ich auf einem kleinen Körbchen, Weidenkörbchen, von Regensburg bis nach Davos gefahren, geradelt. Wenn das Rad umgefallen wäre, wäre ich nur noch Knochensalat gewesen. Mal ganz kurz, von Regensburg nach Davos, bei meinen eingeschränkten geografischen Kenntnissen, da liegen ein paar Alpen dazwischen. Ja, ja, also in Davos sind wir dann ungefähr auf 3000 Meter. Nee, 3000? Ja, das kommt schon hin. Doch, ich glaube, stimmt sogar. Und Ihre Mutter Das war also das Feriendomizil. Da war meine Patentante, wohnte dort. Das war ein Bauernhof oben. Und dann sind eben die letzten Kilometer, hat meine Mutter dann immer das Rad vorgeschoben, mich nachgeholt auf den Arm. Ja. Und dann wieder den nächsten Teil geschoben. Also das waren verrückte Sachen. Verrückte Sachen. Was war Ihre Mutter? War Krankenschwester von Beruf? Meine Mutter war Krankenschwester. Ja, ein bisschen verrückt offenbar. Ich meine, ich bin ja im Dritten Reich noch geboren. Ja, da kommen wir gleich zu, ja. Das kommt hinzu und ich sage immer, also meine Mutter war damals also erst junge Krankenschwester und hat ja diese ganze Ideologie der Nazis mitbekommen bei ihrer Ausbildung. Und dass dann ausgerechnet sie ein behindertes Kind bekommt und dass sie das Kind auch annimmt und nicht in irgendeinem Kinderheim oder so abschiebt, wo dann in der Regel eben diese Kinder verschwunden sind,
Das rechne ich ihr hoch an. Ja. Keine Selbstverständlichkeit gerade in der Zeit. Nein, ganz bestimmt nicht. Wir schauen uns mal Ihr bewegtes Leben an, was Peter Radke so alles geleistet hat und noch leistet. Hier ein Einblick. Ich heiße Peter Radke, bin 43 Jahre alt, verheiratet, seit Geburt behindert. Ich habe ein Hochschulstudium absolviert und bin heute Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Behinderte in den Medien. So beginnt der Dokumentarfilm Body and Brain. Eine Langzeitbeobachtung über Peter Radke, Schauspieler, Autor, Streiter für die Rechte behinderter Menschen. Unter Regisseuren wie Georges Tabori hat Peter Radke Theaterskandale provoziert. Ich will mit dir in deinem Bettchen schlafen. Das Publikum begeistert oder befremdet, fasziniert oder schockiert, oft beides zugleich. Der Bericht für eine Akademie von Franz Kafka ist sein Paradestück. Darin spielt er den menschgewordenen Affen Rotpeter. Legendär ist die Inszenierung am Wiener Burgtheater. Und ich lernte, meine sehr verehrten Damen und Herren, man lernt, wenn man muss. Man lernt, wenn man einen Ausweg will. Man lernt rücksichtslos. Seine Bühnen- und Filmkarriere hat Peter Radke heute weitgehend aufgegeben. Doch noch immer ist er viel unterwegs. Vorträge, Diskussionen, Sitzungen. Auch mit 70 gönnt er sich selten Ruhe. Von seiner Münchner Heimat reist er einmal im Monat nach Berlin zur Sitzung des Deutschen Ethikrates, dem er seit 2003 angehört. Das Gremium berät und diskutiert im Auftrag von Parlament und Regierung öffentlich über kontroverse bioethische Fragen, wie etwa die Präimplantationsdiagnostik. Themen, die ihm wichtig sind, denn sie betreffen sein eigenes Leben. Geboren wurde Peter Radke im März 1943 mit einem genetischen Defekt, der sogenannten Glasknochenkrankheit. Die Knochen bleiben dünn und brechen leicht. Dass er als behindertes Kind nicht zum Opfer der nationalsozialistischen Rassenideologie wurde, die das Leben in Wert und Unwert einteilte, bezeichnet seine Mutter später fast als ein Wunder. Privatlehrer, Abendgymnasium, Romanistikstudium, Promotion. Peter Radke erkämpft sich gegen manches Vorurteil eine akademische Ausbildung. Über eine Kontaktanzeige lernt er seine spätere Frau Gertraud kennen. Sie heiraten 1974. Das ist meine Stadt. Eine Ehe, die bis heute hält. Seit einigen Jahren gehört die chinesische Adoptivtochter Bao Lei zur Familie. Beweglich bleiben, im Kopf, auf Reisen. Das gehört zum Credo Peter Radkes, der sich einmal als Behinderten-Nichtbehinderten bezeichnet hat. Und heute ist er zu Gast bei Typisch Deutsch, Peter Radke. Ja, Herr Radke, im Beitrag ist es kurz angeklungen. Jahrgang 1943. Die Nationalsozialisten regieren in Deutschland, führen Krieg gegen den Rest der Welt. Und es gilt... es gelten die Regeln der Euthanasie. Unwertes Leben muss vernichtet werden. Wissen Sie, was mit Kindern, die behindert zur Welt kamen, 1943 sonst passiert ist? Also teilweise wurden sie ganz aktiv getötet durch Medikamente. Also direkt nach der Geburt? Ja. Oder auch liegen gelassen, zum Beispiel mit nassen Tüchern eingewickelt und das Fenster auf, sodass tatsächlich eine Lungenentzündung kam. Was mich vor allen Dingen irgendwo beeindruckt hat, war, meine Mutter erzählte, dass Nachbarn ihr sagten, also sie müssen hier weg, damit dem Kind nichts passiert. Das heißt, anscheinend hat es in der Bevölkerung durchaus Leute gegeben, die auch wussten oder ahnten, was da passiert. Der Arzt, der zum Beispiel bei der Entbindung dabei ist, der muss ja dann auch irgendwas auf den Geburtsschein schreiben. Ja, genau, also das zum Beispiel war, also,
ich sag jetzt mal, eine glückliche Fügung oder Schicksal. Der Arzt, der eigentlich wusste, dass ich diese Glasknochenkrankheit habe, der hat bestätigt, ich hätte keine Glasknochenkrankheit. Das hat ihm das Leben. Damit hat er mir eigentlich das Leben gerettet. Ja, und normalerweise hätte man gesagt, die Lebenserwartung wären ohnehin ein paar Monate gewesen. Das Kind wäre wahrscheinlich der Mutter gar nicht mehr ausgehändigt worden. Ja. Nimm ich an. So, und jetzt hat sich diese wunderbar symbiotische Beziehung zu ihrer Mutter ergeben, eine großartige Frau. Ihr Vater, Schauspieler, der hat ihnen diesen Beruf gar nicht zugetraut. Der hat gesagt, das schafft der Junge gar nicht. Wie muss man sich das vorstellen? Zur Mutter eine ganz nahe Beziehung und der Vater eher so ein bisschen distanziert? Ja, nun muss ich sagen, ich habe zu meinem Vater eigentlich erst eine positive Haltung bekommen, als ich eben schon erwachsener war. Denn all das, was so ich jetzt im künstlerischen Bereich mache, auch das Schriftstellerische, das habe ich bestimmt von meinem Vater und da verdanke ich ihm auch viel. Aber in dieser ersten Zeit war es schon so, dass er ja, aus meiner Sicht zum Glück oft krank war. Er hatte aus einem Unfall, er ist mal zur See gefahren, da hat er Tuberkulose gehabt und musste dann viele Monate im Sanatorium verbringen. Und das war dann also der Freiraum, den Mutter und Sohn hatten. Und zu jener Zeit habe ich eigentlich den Vater nicht sehr vermisst. Sie waren ja später als Schauspieler dann sehr viel erfolgreicher als Ihr Vater, muss man sagen. Ne? Burgtheater, Wien, Münchner Kammerspiele, Kinofilme mit Michael Verhoeven, den wir hier auch schon zu Gast hatten. War das eine Genugtuung oder hat das Spannung zwischen Ihnen und Ihrem Vater erzeugt? Also das hat natürlich Spannung gegeben. Und ich verstehe das natürlich auch. Mein Vater ist Schauspieler gewesen in Regensburg. Und normalerweise sagt man, ein Schauspieler muss nach einiger Zeit das Theater wechseln. Sonst sackt er ab. Und genau dies ist bei meinem Vater passiert. Und er sagte immer, ich kann doch nicht von Regensburg weg, weil der Sohn, die Mutter, ich kann nicht einfach rumtigern in der Welt. Und so ist es dann eben gekommen, dass er nach und nach Regieassistent und dann am Ende Inspizient nur noch. Und da war das schon so ein bisschen ja, Eifersucht. Eifersucht auf den Sohn, der ihm, wie er vielleicht auch meinte, vielleicht interpretiere ich zu viel, der ihm die Liebe der Frau weggenommen hat, weil die Frau ja auch die ganze Zeit mit dem Sohn beschäftigt war. Ja. Und dann noch das Theater spielt. Aber gleichzeitig hat es ihn natürlich auch unheimlich stolz gemacht. War schon klar. Und ich habe dann ein Theaterstück geschrieben, das an den städtischen Bühnen Regensburg uraufgeführt wurde. Und wo er und ich gemeinsam noch auf der Bühne standen. Ich hatte extra für ihn eine Rolle geschrieben. Und das war für mich dann eine schöne Erfahrung. Man muss sich das noch mal kurz ins Gedächtnis zurückrufen. George Tabori hat Sie auf die Bühne geholt. Wir haben es kurz in Ihrem Porträt gesehen. Auf einmal kriecht da ein Behinderter über die Bühne. Das war zu der damaligen Zeit ein unglaublicher Tabubruch. War Ihnen das klar, was Sie da machen? Ich meine, das war Pionierarbeit. Ohne Tabori wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Naja, man muss sagen, es spielt natürlich eine Rolle, dass ich durch meinen Vater praktisch aus einer Schauspielerfamilie komme. Meine Frau zum Beispiel hatte wesentlich größere Probleme damit, weil die eigentlich ursprünglich überhaupt nicht mit Theater irgendwas im Sinn hatte. Und die dann auch durch Leute, die genau auf das hinwiesen, nämlich, ja, was sagst denn du dazu, dass der da aus dem Rollstuhl draußen auf der Bühne rumkrabbelt? Und dann merkte sie eigentlich erst, ja, ach, ganz genau. Und
Ja, am Anfang war es schon schwierig. Ich weiß auch noch, dass ich dem George sagte, sag mal, ist dir klar, was du da machst? Und er sagte, warum? Er hat dann immer so eine ganz geruhsame, tiefe Stimme. Warum? Ich habe in Amsterdam auch ein Kind auf der Bühne gehabt. Also ich glaube, es war ihm gar nicht so bewusst. Aber es passte natürlich in sein, ja, in sein Denken, nämlich Leben und Bühne zusammenzubringen. Aber die Kritiker damals, die Zeitungskritiker, haben gesagt, oh, da können wir gar nichts, da können wir gar nichts drüber schreiben. Das ist so ein Tabubruch. Ja, wie sollen wir das bewerten? Gut, es gab den Stahlmeier, der damals für die Stuttgarter Zeitung schrieb, und der schrieb, das Theater darf viel, das darf es nicht. Dann wurde natürlich auch, was bei solchen Dingen immer wieder auftaucht, man manipuliere den armen, behinderten Menschen, dass ein Schauspieler immer vom Regisseur manipuliert wird. Das hat man nicht, ist im Fernsehen nicht anders. Nein. Aber es gab auch zum Beispiel der Kritiker Krieger für die Nürnberger Zeitung, der aber selber auch behindert war und dadurch eigentlich eher das Positive an dieser, ja, an dieser Arbeit auch gesehen hat. Und nach diesem ersten Auftreten, ich meine, ich war ja vorher schon auf der Bühne, George hat mich nicht erst auf die Bühne geholt. Mein eigenes Stück hatte 1981 einen ersten Preis, Autorenwettbewerb. Und da habe ich auch in einem Ein-Personen-Stück Nachricht vom Grottenolm auf der Bühne gestanden. Aber das war auf einem Privattheater. Und ein Privattheater ist immer noch was anderes. Das kann man übergehen. Aber die Münchner Kammerspiele kann man nicht übergehen. Da musste man schreiben. So. Georges Tabori, Sie haben uns einen Lieblingsgegenstand mitgebracht. Theaterstück 1, Hansa Verlag. Und hier steht eine Widmung drin. Tja. Für Peter mit Love, ein interessanter Sprachmix. Das ist typisch George. Was verbindet Sie mit Georges Tabori? Das ist eine gute Frage. Natürlich das Theater, aber ich denke auch irgendwo so ein bisschen das Außenseitertum. Der George, Kosmopolit, britischer Staatsangehöriger, Jude, der auf Deutsch schreibt, diese Suche, wo gehöre ich eigentlich hin? Ich glaube, das ist auch etwas, was uns, ja, was wir gemeinsam haben. Und Schachspiel. Wir haben immer Schach gespielt. ist das Theater eigentlich so eine Art Familienersatz oder ist das ein zu romantischer Blick? Nein, ich denke, also Familienersatz ist vielleicht nicht ganz passend, weil auch beim Theater eher Neid, Missgunst und all diese Dinge. Wie in jeder guten Familie. Spielen. Aber ich habe vorhin den Begriff Heimat gebracht. Für mich ist es Heimat. Das heißt, da muss man akzeptiert werden, ob man will oder nicht. Da ist eigentlich Inklusion, also das heute so strapazierte Schlagwort, ist eigentlich praktiziert. Weil auch wenn ich eine ganz kleine Rolle habe, mein Stichwort muss kommen. Und mein Partner muss darauf reagieren. Und da gibt es auch keine Rücksichtnahme auf Behinderung oder so. Also Theater ist eine diskriminierungsfreie Zone, würden Sie sagen? In dem Rahmen, wie eine Produktion stattfindet, ja. Also es gibt natürlich Unterschiede, wie die Partner aufeinander zugehen. Aber letztendlich muss im Interesse der Produktion das Stück laufen. Ich habe natürlich bei M zum Beispiel mit meinem Partner, der hat mich getragen und es hat eine unheimlich gute Harmonie gegeben.
in einem Kafka, in einer Kafka-Collage Unruhige Träume am Burgtheater, hat der dortige Gegenspieler mich ebenfalls getragen. Aber er hat mich getragen in einer Weise, möglichst nicht nahe an den Körper zu kommen, wo ich sofort merkte, Distanz aha, tragen. Ja, genau, da stimmt's nicht ja. in der Weise. Ja. Aber am Ende müssen beide im Interesse der Produktion einfach miteinander harmonieren. Was wiegen Sie? Oh, ich bin schon ewig nicht mehr auf eine okay. Waage gegangen. Aber also man kann sie so einfach tragen? Man ja. kann, aber es ist nicht ganz leicht. Herr Radke, Sie haben nach Ihrer Promotion, eigentlich wollten Sie eine akademische Laufbahn einschlagen, irgendwas an der Universität. Sie haben sich beworben, aber keine Stelle gefunden. Wie lauteten die Begründung? Ach, teilweise hanebüchen, kann ich nur sagen. Also zum Beispiel wollte ich Bibliothekar werden. Dann sagte man mir, ja, Sie können ja nicht mal Bücher aus den Regalen holen. Obwohl ich also die ganze Studienzeit über immer keine Schwierigkeiten hatte. Dann könnte man eben Kommilitonen ja. bitten, könntest du das mal machen. Oder ich wollte auch Studienberater an der Uni in Regensburg. Diese Uni war extra ausgezeichnet als barrierefrei. Und dann hieß es, na ja, Studienberater können Sie nicht machen, weil wenn die Studenten, die eine Studienberatung brauchen, die sind ja schon emotional und psychisch angeknackst. Ach. Und wenn die dann jemand wie Sie als Berater sehen, dabei wäre es wahrscheinlich genau umgekehrt. Ich wollte gerade sagen. Genau, ja. Also, wir reden von Mitte der 70er Jahre ungefähr. Ne? Ach, ja, ja, das stimmt. Aber ich muss noch eine Geschichte erzählen, wie ich dann nämlich tatsächlich zu einer Arbeit gekommen bin. Ich fand in der Süddeutschen Zeitung eine Anzeige, dass die Münchner Volkshochschule einen Fachgebietsleiter für Romanistik sucht. Hm. Das war genau das Gebiet, was ich ja studiert hatte. Da habe ich mich beworben und dann hieß es, na ja, also für den Job haben wir schon jemand, aber wollen Sie nicht das Behindertenreferat aufbauen? Mhm. Ich hatte nie, also mit Behinderung, abgesehen davon, dass ich selber behindert bin, was zu tun gehabt und habe auch nicht Psychologie studiert oder ähnliches. Aber das hat man mir zugetraut. Und das ist dann so ein ambivalentes Verhältnis, weil auf der einen Seite ist man natürlich froh, wenn man einen sogar ja, angesehenen Job bekommt. Aber es ist dann auch diskriminierend, wenn es nicht das ist, wofür man eigentlich ausgebildet ist. Hat sich seitdem was getan in Deutschland? Oder haben Sie das Gefühl, diese Diskriminierung ist immer noch da, vielleicht ein bisschen perfider? Ja, ich habe also auch gerade einmal vor kurzem einen Fall gehabt, oder was heißt Fall gehabt, wo ich genau gehört habe, dem ist es genauso gegangen, trotz guter Promotion, hängt in den Seilen praktisch. Aber was man sagen kann, ist, durch die Entwicklung der Technik, durch Computer und so weiter, sind heute sicher viele Arbeitsplätze geschaffen worden, die früher nicht möglich waren. Das Problem, was ich sehe, sind vor allen Dingen jene Menschen mit Behinderung, geistiger Behinderung oder andere, die mit diesen neuen Techniken nicht umgehen können. Die kommen noch mehr ins Abseits als sonst. Bin ganz abgehängt. Ganz genau. Es gibt einen Botschafter, den ich persönlich, dem ich großen Respekt entgegenbringe, unser Finanzminister Wolfgang Schäuble. Der hat es ja nun wirklich geschafft, dass man den Rollstuhl eigentlich gar nicht mehr sieht. Der ist Deutschlands mächtigster Finanzminister und wird als solcher wahrgenommen. Ist das ein guter Botschafter für die Sache der Behinderten? Er will es ja nicht sein. Eben, aber das macht ihn ja, ich finde, das macht ihn eigentlich ganz sympathisch. Er wird nicht in diese Rolle, auf diese Rolle reduziert. Ist ja bei Ihnen genauso. Sie sind Schauspieler. Ja, aber ich meine, Schäuble hatte es in gewisser Weise etwas leichter, weil er vorher schon wer war und man wusste, der Mann ist gut.
Und er traute es sich zu und vor allen Dingen seine Umgebung, seine Partei und so weiter hat ihn gestützt. Ich denke, das spielt eine große Rolle. Und seine Frau, ja. Ganz genau. Ja. Weil wenn du alleine bist oder auch wenn du von Geburt an behindert bist, dann ist es auch problematisch, erstmal überhaupt die Zuversicht vermitteln zu können, ja, ich kann das schaffen. Jetzt ist es für mich natürlich etwas leichter, als es früher war. In Deutschland reden wir viel über Inklusion. Sie haben das, ja, es ist so ein Modewort, nicht? Also das muss man jetzt auch in jeder Broschüre schreiben. Großer Streit hier in Berlin, sollen Kinder, die geistige oder körperliche Behinderung haben, auf ganz normale Grundschulen oder sollen die auf Sonderschulen weiter individuell gefördert werden? Langes Thema, kurze Antwort, ich bin da so unentschlossen. Also kurze Antwort ist tatsächlich schwer in diesem Fall, weil es wahrscheinlich keinen Königsweg gibt. Also man Sie sagen, jetzt wird alles mit eingeschlossen? Ich glaube, ich war früher auch der Verfechter der hundertprozentigen Integration. Aber man muss einfach sehen, dass es Menschen gibt, die besser aufgehoben sind. Wobei ich nicht sage, besser gefördert. Weil was nützt es denn, dass ich diese oder jene Technik verstehe oder kann, wenn ich dann doch keinen Arbeitsplatz bekomme. Also da muss man auch sehen. Aber es gibt viel mehr Möglichkeiten, sei es jetzt partielle Unterrichtsweisen zwischen behinderten und nicht behinderten Schülern in bestimmten Fächern oder dass man eben auch in die sogenannten Sonderschulen nicht behinderte Schüler aufnimmt, dass eine gewisse Mischung entsteht, was ja teilweise auch den Nichtbehinderten zugutekommt, weil eben da Lehrkräfte in kleineren Klassen verbunden sind. Also ich denke, wir müssen vor allen Dingen die Wahlfreiheit sehr stark herausstellen, dass man nicht nur eben einen Weg geht, sondern mehrere Möglichkeiten schafft. Sie sind seit 10 Jahren Mitglied im Deutschen Ethikrat. Das klingt nun ganz schön anspruchsvoll. Sie waren der erste Behinderte, der in dieses Gremium berufen wurde. Hat man den Ahnung, oh, jetzt brauchen wir noch einen im Rollstuhl fürs Foto. War das so? Naja, nicht direkt. Ich wurde eigentlich über Hans-Jochen Vogel in dieses Gremium hinein. Der alte Münchner Oberbürgermeister, Haudegen der Sozialdemokratie. Ja, und er kannte mich, seine Frau kannte mich von der Arbeit in München. Und dann fiel ein Mitglied im Ethikrat aus, ausgerechnet Lothar Späth war es. Ja. Früherer baden-württembergischer Ministerpräsident. Es stimmt natürlich, dass Vogel davon ausging, dass in einem solchen Gremium eigentlich ja auch ein Mensch mit Behinderung, nachdem es ja auch um Fragen der Bioethik geht, sitzen sollte. Und damals war es ja noch etwas einfacher. Da hat einfach Schröder abgehakt. Okay, sind wir einverstanden. Und so bin ich eigentlich in dieses Gremium reingekommen. Wobei ich allerdings immer noch sage, ich bin nicht nur, weil ich behindert bin, sondern auch, weil ich vielleicht viel stärker von der Basis ausgehe, viel stärker von den täglichen Problemen, auch immer noch so ein bisschen Außenseiter in dem Gremium. Ein Mann des Volkes im Deutschen Ethikrat. Gut, ich meine, viele meiner Kollegen im Ethikrat haben halt ihre Lehrstühle, kommen von der Theorie her, was ja auch gut ist, aber man sollte einfach auch die Probleme nicht unterschätzen, die ja im Volk da sind. Ethik hat eben auch was mit Praxis zu tun, das ist kein theoretisches Fach. Musik
So, jetzt müssen wir die Gesetzeslage noch mal kurz zusammenfassen. Sie korrigieren mich, wenn ich dummes Zeug rede. Seit Dezember 2011 ist die PID in sehr engen gesetzlichen Grenzen erlaubt. Das heißt, Paare, die aufgrund künstlicher Befruchtung ein Embryo haben, können Erbkrankheiten, die bekannt sind, testen. Ja. So, was sagt Ethikrat-Mitglied Peter Radke zur PID? Also Sie haben völlig zu Recht gesagt, Ethikrat-Mitglied Radke, weil der Ethikrat in dieser Frage kein einstimmiges Votum gefasst hatte. Die Mehrheit war für die Zustimmung und ich und einige andere waren dagegen. Ich verkenne nicht die Situation von Eltern in einer solchen Lage. Es ist eine schlimme Situation und ich kann auch den Wunsch nach einem gesunden Kind nachempfinden. Aber dessen ungeachtet sehe ich einfach die Auswirkungen auf lange Sicht, die unsere Gesellschaft wahrscheinlich durch diese Zulassung haben wird. Sehen Sie, wenn ich Umfragen anschaue, da heißt es, wenn mein Kind dickleibig wird, würde ich abtreiben. Solche oder, Umfragen gibt es? Ja, gibt es. Gibt es. Und, dann, und sagt wenn das Gleiche, wenn herauskäme, dass mein Kind genetisch veranlagt ist, homophil. Homosexuell zu werden. Homosexuell zu werden. Würde ich die PID in Anspruch nehmen. Das heißt also, Sie betrachten das jetzt nur als Einfallstor Sie sagen auf dem Weg zum Designer-Baby. Genau. Also ich kann dann Haarfarbe, ja, Augenfarbe, Größe, sexuelle Neigung. Also ich meine, das wird immer dann so, das Designer-Baby wird immer so hingestellt. Ich denke, man muss schon die ernsteren Argumente annehmen. Zum Beispiel in Asien, in Indien, wo Mädchen eben nicht geliebt werden oder auch schon durch die Mitgift und so weiter. Und dann wird eben solch eine Methode hergenommen, um die Bevölkerung in entsprechender Weise zu gestalten. Und ich denke, in einer solchen Gesellschaft möchte ich nicht gerne leben. Der Embryo von Peter Radke hätte die PID nicht überlebt. Ja. Oder? So viel kann man sagen. Also ich möchte eigentlich meiner Mutter nicht gewünscht haben, dass sie vor diese Frage überhaupt gestellt worden wäre. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass wir in Deutschland doch sehr verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen. Allein die Existenz des Ethikrates, wo es eben auch ein breites Meinungsspektrum gibt, finde ich erstmal grundsätzlich relativ beruhigend. Ja, wir haben sowohl in Österreich als auch in Deutschland ein sehr sensibilisiertes Verhältnis zu diesen Fragen, nicht zuletzt durch unsere Vergangenheit. Aber ich denke, der internationale Trend wird uns auch einholen. Das heißt, meine Haltung und die Haltung einiger anderer zur PID und zu diesen Entwicklungen, das ist, als ob du gegen einen immer stärker strömenden Fluss ankämpfst. Und irgendwann wird man unterliegen, das weiß ich, aber dessen ungeachtet bietet mir mein Gewissen an, ich muss für etwas stehen. Herr Radke, Sie sind 70, man sieht es nicht. Auf der Bühne sind Sie nicht mehr, die körperliche Belastung ist ein bisschen viel. Aber Sie sind ein unruhiger Geist. Was treiben Sie? Also ich habe noch einige Sachen für den Ethikrat zu machen. Aber mein konkretes nächstes künstlerisches Ziel ist, ich habe ein Stück über George Tabori geschrieben. Der wird ja im nächsten Jahr, oder nicht im nächsten, dieses Jahr ist es, wäre er 100 Jahre alt geworden. Und zu seinem Geburtstag werde ich am Akademietheater in Ulm dieses Stück uraufführen. Heißt? Der Hungerkünstler. Der Hungerkünstler. Das müssen Sie uns mal kurz erklären. Das ist eigentlich eine Geschichte von Kafka,
Und diese Geschichte hat George Tabori in seiner frühen Zeit dadurch mit seiner damaligen Truppe umgesetzt auf die Bühne, indem seine Schauspieler 40 Tage tatsächlich gehungert haben. Und, das ist ja biblisch. Ja, und er hat dann in den unruhigen Träumen eine Kafka-Collage, in der ich auch am Burgtheater mitspielte, Teile dieses Hungerkünstlers wieder aufgenommen. Und insofern denke ich, dass der Titel Der Hungerkünstler durchaus, ja, ein Künstler hat auch Hunger nach Geistigem, nicht nur Konkretem. Das heißt, Sie sind beschäftigt. Gehen Sie selber noch ins Theater? Schauen Sie sich an, was teilweise, die Konkurrenz so treibt? Ja, teilweise. Also ich komme eigentlich gar nicht dazu, weil ich wirklich im Unruhestand bin. Anders kann ich es nicht nennen. Geben Sie mir mal ein paar Kulturempfehlungen. Was muss ich in diesem Jahr noch lesen oder sehen? Was ist der spannendste Regisseur im Moment in Deutschland? Ich gehe sehr gerne hier, wenn ich in Berlin bin, in die Komische Oper. Weil die also, Oper des Jahres, ja, 2013. Ja. Weil die wirklich also unheimlich faszinierende Inszenierungen haben. Da kann man fast in jede Oper reingehen. Ich habe den Ball im Savoy gesehen. Das war großartig. Ja. Nee, der ist eigentlich so. Und ansonsten, wie gesagt, ich bin vor allen Dingen damit beschäftigt, mich mit, weil ich mindestens eine Theaterproduktion in Ulm inszeniere. Und momentan lese ich ganz interessant ein Buch, und zwar ein Tagebuch eines französischen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, der nur 3 Monate praktisch lebte und seine Eindrücke da an der Front schildert. Er selber war wohl Maler und hat das also mit einer unheimlichen Klarheit, diese Dinge, die einen dann berühren, wenn man kurz vor einem Sterben auch steht. Ja, kann ich nur empfehlen. Vielen Dank, Peter Radke. Jetzt kommen wir gar nicht mehr zum typisch Deutschspiel. Ganz schnell, lieber auf der Bühne stehen oder lieber Regie führen? Eigentlich, wenn ich könnte, lieber spielen. Aber man muss mit dem leben. Reden wir nächstes Mal drüber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Sie und an Peter Radke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.